ganz hinten anstellen. Ganz im Gegenteil, der neue Doppelweltmeister Ricardo Mayorga. Er genießt das Bad in der Menge, seine Muskelspielchen und alles, was dazugehört, genießt es, die Fans zu faszinieren und Vernon Forrest zu provozieren. Er darf sich nicht auf Mayorgas Spielchen einlassen, weder jetzt noch während des Kampfes. Mayorga wird versuchen, ihn zu reizen. Er wird mit Ellenbogen und mit schmutzigen Tricks kämpfen. Wenn Vernon einen klaren Kopf behält, dann wird er gewinnen. Ob er das allerdings kann, ist die Frage. Besinnt sich Forrest auf seine Routine und seine Fähigkeiten, wird er wohl wieder ruhmreicheren Zeiten entgegensehen. Lässt er sich auf die Spielchen von Ricardo Mayorga ein, dann ist der Alte auch der neue Weltmeister. Introducing first the challenger on my right, fighting out of the blue corner, wearing black trunks with red trim, fighting out of Atlanta by way of Augusta, Georgia. He weighed in at the welterweight limit of 147 pounds. His record stands at 35 wins, one loss, one no contest, with 26 wins coming by way of knockout. Tonight, ladies and gentlemen, he is looking to avenge his only defeat and to regain his title. Here is the former WBC and IBF welterweight champion of the world, introducing Vernon the Viper Forrest. And his opponent across the ring, ladies and gentlemen, the defending world champion. Gentlemen, our referee in charge is Jay Nady. Now to give instructions, 12 rounds of championship boxing scheduled. Vernon Forrest ist trotz allem der 2-1 Favorit. Yes, sir. You guys have any questions? No. 12 rounds. I want a good fight. Let's go to work. Ja, machen wir's gut. Aber gab's dann diese Shake Hand nicht mehr. Mallorca stand da noch und Forrest ging schon wieder zurück in seine Ecke. Also, er ist sehr konzentriert. Das muss er sein. Konzentriert, aber nicht verkrampft. Und es wird auch darauf ankommen, wie es hier losgeht. Die erste Runde kann sehr entscheidend sein. Dieser Kampf hat was mit Form zu tun, mit Kondition natürlich, aber vor allen Dingen auch mit den Nerven. Den Fokus finden, ihn halten und konzentriert bleiben. Draußen bleiben. So, ein Torres, die Führung kann schon mal, aber man sieht auch, Mallorca hat natürlich ganz andere Pläne. Stop! 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 Ja,
wird von beiden nachgeschlagen. Die Ermahnung von Jay Lady. In der Ringmitte bleiben und versuchen, dass Mallorca, der Weltmeister, die weiten Wege geht. So will es wollen und vorwärts umsetzen. Aber das eine ist das am Reißbrett zu entwerfen und das andere ist es dann im Ring wirklich umzusetzen. Wegbleiben, nicht getroffen werden. Versucht ihn wegzudrücken. Er will natürlich auf diesem Infight mehr machen. Da Forrest tut gut, dann das zu unterbinden. Da weggerutscht. Und auch hier nichts Zählbares dabei. Auf den Kopf, aufpassen mit der Stirnpartie. Ja, gerade noch. Das sah schon so aus, als wollte er da schön in den Nacken schlagen. Weggehen, die Beine nutzen. Die Linke kommt. Und dann weg. Schon einige rechte Hände von Mallorca ein bisschen im Nacken gelandet. Aber er hat auch gezeigt, ich kann rankommen. Hector Perez, der Cheftrainer von Stacy McKinley. Der Mann für Strobe. Versuche ruhig ein bisschen mehr zu boxen. Versuche mal die Führhand häufiger rauszuschlagen. Und hier Ronnie Shields zur Seite rausgehen. Nicht nur nach hinten weg, aber schön nach links und rechts. Ronnie Shields und Al Mitchell. Und es war eine super Runde für dich. An die Adresse geht das von Vernon Forrest. Ja, die Rechte, die da immer noch halbwegs reinrutscht, ein wenig auf die Schläfe trifft. Die zweite Runde. Mallorca kommt. Macht Torres wieder den Fehler. Treffer von Forrest. Und wieder zu Boden gedrückt, aber auch ein bisschen sehr wackelig in den Knien da. Also er hätte vielleicht auch versuchen können, stehen zu bleiben. Schön gemacht. Zum Körper und wird ausgehoben. Die Ermahnung an Forrest. War das ein Wirkungstreffer? Nein. Jay Lady sagt, geschubst.
Also das, was in der ersten Runde von Leonard Borrasso an Linie drin war, ist jetzt nicht mehr da. Und er schwenkt ran. Mayorga kommt besser in den Kampf. Er setzt die Beine nicht mehr ein. Was ist da los bei Vernon Torres? Was probiert der? Steht da wieder, wird getroffen. Was macht Vernon Torres? Was soll das werden? No. Es ist wild, es wird geschubst. Das ist so ein bisschen, wie man sich das vorstellt, in der Kneipe in Nicaragua. Aber es ist effektiv. Also moralisch zumindest eine wichtige Runde für Mayorga. Listen to me, goddammit, listen. Look, why you want to sit there so hard right here at the guy right now? The plan is to box this guy. You can beat this guy with this head. That's all you need right now. You listen to me, you understand? You want to win this fight? Okay, damn it, that shoe's in jail. That's all I want to see. Okay, lass die Rechte da, wo sie hingehört, und nutze nur deine Führhand. Sie haben es gehört von Ronnie Shields. Und zwischendrin die Ermahnung, die Anweisung an Mayorga, geh auch mal zum Körper. Hier die gute Kombination. Und der linke Haken fliegt dann noch vorbei, aber gut gedacht. So, und dann versucht er wegzukommen, wird getroffen und stand dann häufig zu flachfüßig für meine Begriffe von Mayorga. Ich dachte, dass Torres das ein bisschen deutlicher versucht, auch in der zweiten Runde umzusetzen. Sehen, wie gut das geht mit der Führhand, wie die da durchpasst durch die Deckung, durch die manchmal nicht vorhandene Deckung von Mayorga. Warum nicht heute, ja? Der Trainer gefordert hat, zum Körper gehen. Er versucht auch den Weg abzuschneiden, also so wie hier. Dran zu bleiben, dass der Torres zumindest an die Seile muss, am besten aber noch in die Ecke. Wieder die rechte ein. Vernon Torres, da wo die Linke auch gut getroffen hätte. Und das war ja das, was Ronnie Shields gesagt hat. Warum boxst du nicht mehr mit der Führer? Hier sieht man wieder, wie gut die durchkommt. Wie leicht, wie spielerisch beinahe, der mit links ins Ziel kommt. Weggeht, sich wegdreht, das sieht nicht sonderlich souverän aus. Jetzt kommt Ricardo Mayorga. Das ist hier vorbei. Das waren Millimeter. Also wie er dann liegt, die ganze Körpersprache von Torres zeigt nicht gerade sonderlich viel Selbstvertrauen. Zumindest als Hobby-Psychologe sage ich das mal.
Mayorga lässt sich feiern. El Matador. Und er möchte das gerne übersetzt wissen mit der Killer. Ja, dieses Abducken, dieses Ranfallen, dieses Herumwurscheln. Da wird sich auch Ronnie Shields wünschen. Deckung hoch, Selbstbewusstsein und dann die linke raushauen und weggehen. Die vierte Runde. Ist die Führhand. Ja, komm ruhig, zeig Roland Torres und schauen Sie mal hin, der Mund ist offen, der Mundschutz. Witzer, wohl nicht richtig, auf jeden Fall kann er gar nicht den Mund richtig schließen, kriegt die Lippen gar nicht drüber. Mayorga hat nur so einen für den Oberkiefer. Torres hat so einen doppelten Schutz. Nicht runterdrücken, nochmal die Ermahnung an Torres, aber auch an Mayorga, er soll nicht dann mitmachen, sich nicht drauf einlassen. Wilde Schwinger, ja, er schlägt wie ein Schwergewichtler, so wird das ja gesagt. Er sagt selbst, ich habe unglaublich große Hände, ich passe kaum in die Handschuhe rein. Diese vielen Schläge aus allen möglichen und allen unmöglichen Winkeln. Mayorga ist schwer auszurechnen. Die Rechte von Torres. Komm, ich mach weiter. Ja, nochmal. Und nochmal. Das gibt's doch nicht. Und Torres am Boden. Aber mit wieder nicht angezählt, wieder nur weggerutscht. Aber wieder die Körpersprache. Der eine blockt die Rechte mit dem Gesicht und der andere rutscht einfach weg. Weil er ängstlich wird, der Vernon Forrest. Und er schlägt wiederum alles, was er drin hat, Ricardo Mayorga. Also im WM-Kämpfen hat man sowas noch nicht gesehen. Das ist ein verrückter Hund, dieser Mann aus Nicaragua, nicht zu fassen. Mach dir keine Gedanken drum, vergiss das, vergiss diese Spielereien von Mayorga. Oh, aber das macht am Selbstbewusstsein, oh, oh. Das frustriert. Stell sich das mal vor. Das wäre beim Fußball. Die laufen alleine auf Oliver Kahn zu, der hält den Ball und legt ihn nochmal hin und sagt, schießt doch nochmal, probiert doch mal. Dann fängt er wieder raus und legt ihn nochmal hin und geht aus dem Tor und dann schießen sie drüber. So ein Gefühl muss das sein. Hier. Na komm, versuch's nochmal. Er versucht's nochmal. Er versucht's nochmal. Vorsichtig, dann eine gute Richtung. Und dann kommt Mayorga.
Und jetzt hat er das Publikum natürlich auf seiner Seite. Die stehen jetzt hier. Jetzt ist es der Fight, auf den wir alle gehofft haben. Der bleibt still, der wird nicht müde. Und das, was man erwarten darf von Forrest, dass er mehr arbeitet, versucht häufig zu treffen, das fehlt. Die beste Revanche wäre natürlich ein K.O.-Sieg von Forrest. Ein bisschen halten, ein bisschen klammern. Und er schlägt ja immer weiter, versucht irgendwie durchzukommen. Und das wird natürlich vom Publikum auch honoriert. Und da kann man jetzt schon sagen, wenn so ein Kampf von Forrest gewonnen wird, am Ende auf dem Punkt mit der Zettel, dann hat Mallorca trotzdem die Fans für sich gewonnen. So wie Vitali Klitschko gegen Lennox Lewis. Gerade noch abgefangen. Mallorca schlägt mehr, er schlägt härter. Man dürfte auch einfach mal anmerken, dass Forrest auch versuchen könnte, zum Körper durchzukommen. Wenn er schon am Kopf alles wegschlägt. Guter linker Haken. Nochmal. Aber wieder das Mittel von Rösch. Mach es weiter. Reicht die Kondition aus von Ricardo Mallorca. Du musst auch mal die Aufwärtstafel schlagen. Hector Pérez. Okay, jab, jab, jab. Right hand hook and pivot him out. Jab, jab, dann ab und zu mal die Rechte auf jeden Fall die Runde gewinnen. You understand what I'm saying? You understand but that? Everything is behind your jab. Keep there for you. Der war gut. Der linke Haken war gut. Also die letzte Runde für Forrest, davor einige für Mallorca. Bei mir liegt der Weltmeister knapp vorne. Eine Runde. Versucht er, diese wilden Schwinger immer abzublocken. Das macht er ganz gut, Ronald Forrest. Und das hat ja auch meistens geklappt. Versucht wieder zu halten, immer schön tief zu halten, fällt da förmlich an seinen Gegner ran. Das linke Auge, wenn ich das richtig sehen kann, bei Vernon Forrest, beginnt ein bisschen zu schwellen, jawohl. Da unten am Jochbein. Langsam nach oben. Also einmal die rechte gut im Ziel und schon sieht man den Effekt am Auge.
wo der die Schläge herholt, wo der die Kraft hernimmt. Also von draußen betrachtet, sieht das wieder eher nach dem Kampf aus, den sich Mayorga gewünscht hat. Nicht nach dem Kampf, den man von Torres hätte erwarten würden. Wenn er da viel über außen kommt, weiß Torres jetzt ungefähr, was er machen muss, wie er die Schläge ablocken kann. Trotzdem, diese wilden Schwinger, wieder nur knapp vorbei. Für Jay Lady in seinem 61. WM-Kampf. Und so langsam machen sich wohl auch die Zigaretten bemerkbar, wie Herr Mayorga da täglich zu sich nimmt. Die Kondition wird dann langsam aber sicher nachlassen. Vielleicht ist das auch Hoffnung von Sonnen Forest. Man hat den Eindruck, jeden Schlag, den er da versucht unterzubringen, mit jedem Schlag sucht er den K.O. Das ist so das, was man früher von Mike Tyson gehört hat. Mean Fighting Machine, dieses Reingehen und immer mit jedem Schlag versuchen, den Gegner umzuhauen. Schwer zu treffen. Joe Souza, der Cutman mit der Arbeit am Auge. Geh mehr zum Körper. Ihn müde machen. Ihn jetzt langsam, aber sicher dafür deutlich auseinanderschrauben. Gute Führhand mal und die Rechte mit Ansage und dann knapp rüber gezogen. Er ist wild. Aber sein Trainer Perez hat gesagt, wir arbeiten auch an Technik. Aber man kann mit Sicherheit aus Mallorca keinen technisch einwandfreien Boxer mehr machen. Muss man auch nicht. Er hat andere Stärken. Die Rechte. Ja, ein bisschen wieder dazu gewonnen können Forrest, dann wieder ein bisschen mehr die Distanz halten. Das sind ja diese wenigen Zentimeter, die das eben ausmacht. Guter Treffer von Mallorca, aber grundsätzlich hier wieder, dass er weggeht. Das sieht schon wieder etwas besser aus. Er muss langsam dieses Selbstvertrauen bekommen in sich selbst. Könnte die Linke noch häufiger einsetzen. Ich habe das schon häufiger gesagt, aber es scheint mir auch ein gutes Mittel zu sein. Er lässt Mallorca auch häufig zu viel Spielraum, dass er da was versuchen kann. Der marschiert da durch, der marschiert da hinterher. Nochmal der linke Haken. Haut nochmal. Auf die rechte.
Die letzten Sekunden dieser siebten Runde. Das war die letzte Runde, wo Mayorga gesagt hat, spätestens bis zur siebten habe ich ihn K.O. geschlagen. Ja, man sieht auch Unzufriedenheit. So, ab jetzt müssen sie vorgefunden werden. Listen, come on, take a deep breath. Minor, you're winning this fight. You understand me? With that jab. The jab is going to win the fight for you. You understand? Just keep boxing, stepping him out. Tief einatmen, nochmal tief einatmen und immer wieder das, was Ronnie Shields sagt, komm, benutze deine Führung. Wir reden alle durcheinander, der eine sagt mit Haken zum Körper, der andere sagt mehr Führhände. Ricardo Mayorga muss laufen mit den Haken. Ist die bessere Alternative. Die achte Runde. So, was erwartet uns hier noch? Was dürfen wir noch in die Leistung von Mayorga reinlesen? Kann er noch mal kommen? Kann er noch mal hart treffen? Oder wird das jetzt immer sicherer für Vernon Forrest? Guter Körperhaken von Forrest. Und da war auch der Handschuh dazwischen. Die rechte war schon mal hochgezogen von Vernon Forrest. Machen. Diese schweren Treffer, diese vollen Rechtshänder. Nicht halten und schlagen. Zum Körper. Und wieder gute Treffer. Schön rangegangen und haben den linken Haken Ziel gebracht. Und nochmal die rechte. Gute Runde. Und weggehen, genau, gut gemacht. Gute Runde für Vernon Forrest. Jabs besser ausweichen, du musst sie vermeiden, du darfst da nicht stehen bleiben. Es ist schön, dass du gezeigt hast, dass du sie nehmen kannst, aber womöglich gewinnt er für die Runden. Und jetzt die Anfeuerungsrufe für Vernon Forrest. Kommt er jetzt besser rein? Bei mir ist es unentschieden.
Der eine amerikanische Kollege hat Mallorca noch eine Runde vorne. Harold Lederman, der ehemalige Punktrichter, der da mitwertet. Wir sind in der 9. Runde. Klasse Treffer wieder von Forrest. Die Führhand und die Beinarbeit, die beiden wichtigsten Utensilien von Vernon Forrest. Wieder zum Körper, gut gemacht. Dran zu bleiben, Mallorca. Der Terrier versucht dran zu bleiben, hier irgendwie festzubeißen. Er geht nach vorne, er trifft oder macht sich klein. Und dann vermeidet er alles, was da von Mallorca kommen könnte. Und dann geht er wieder ran in den Clinch. Also taktisch sehr geschickt von Forrest. Dass er sich klein macht, dass er weggeht, das schmeckt Mallorca nicht. Er kann ihn nach unten schlagen. Er bräuchte einen Gegner, der aufrecht zurückgeht und den Kopf oben lässt. Wieder. Wieder dieses Hinterherschlagen mit rechts. Wir dürfen auch nicht außer Acht lassen, der Weltmeister heißt Mallorca. Muss sich Forrest den Titel vielleicht ein bisschen mehr holen? Wie werten das die Punktrichter? Jerry Roth, Larry O'Connell, Ove Ovesi. Also sowohl von Herrn Roth als auch von Herrn O'Connell habe ich schon Punktrichterzettel gesehen, die vorsichtig ausgedrückt einigermaßen überraschend waren. Und ohne da irgendwie Öl ins Feuer gießen zu wollen, der Veranstalter hier heißt Don King und Don Kings Boxer ist Ricardo Mallorca. Ohne da irgendwas vermuten zu wollen. Gut gemacht hier, schön reingegangen, klasse mit den beiden Schlägen zum Körper. Stehen und sucht wieder den Schlagertausch mit Mallorca. Ist das eine gute Idee?
Der Rechter war ein bisschen kurz, aber immerhin im Ziel. Ich glaube, man braucht noch einen zweiten Plan. Und nicht nur den, dass man hofft, dass der Gegner, in diesem Falle der Weltmeister, abbaut, konditionelle Schwächen hat. Und jetzt muss auch mal Mallorca halten. Gute Aufattacke. Zumindest guter Versuch, gute Idee, in dem Moment den Aufattacken zu schlagen. Klasse Treffer. Ja, jetzt ist Mallorca auch mitgenommen. Also er muss da jetzt auch ab und zu mal klammern. Und wieder die Rechte. Und er marschiert da trotz allem hinterher. Wie der da hinterher sprintet, um sich irgendwie in die richtige Schlagposition zu bringen. Und er glaubt, das war seine Runde. Ricardo Mallorca. Okay, ya les dije a todo el mundo que se puede ir 11 rounds. Vamos a acabar esta mierda, ¿eh? Pero con la cabeza, cae de izquierda a derecha y que arriba todo de toqueo. Eso no tiene que ver con el cuerpo. Que mata a toda la gente. Hey, ¿estás parado? No te quedes close. Shoot the uppercut only when you're close, not from the outside. Another mistake. You let him steal the last 30 seconds, that's why he rushes you. You can't let him steal. Come on, now, you know the fight is over. Okay, der Kampf ist eng. Also wir haben die Bestätigung auch aus der Ecke. Hier, da kam die Rechte gut durch. Also auch Ronnie Shields drauf. Das ist noch nicht gewonnen. Im Gegenteil, auf meinem Punktzettel liegt da hinten Vernon Forrest. Aber die entscheidenden Zettel liegen vor Ove Ovesen, Larry O'Connell und Jerry Ross. Die erste Runde. Wieder nur ganz haarscharf vorbeigezogen, diese Rechte. Die Psyche spielt eine große Rolle. Forrest möchte natürlich am liebsten Mallorca K.O. schlagen. Das wäre so die richtige Revanche. Oder er möchte sagen, ich habe trotzdem den Schlagabtausch gesucht und ihr habt gesehen, ich bin ein echter Fighter und habe trotzdem am Ende gewonnen. Interessant ist, wenn man mal so vorher hier die Experten befragt hat oder einfach mal mit Leuten, die sich im Boxen auskennen oder dafür interessieren, gesprochen hat, dann haben die gesagt, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder Mallorca K.O. oder Forrest nach 5-0. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass Mallorca am Ende womöglich Punktsieger werden könnte über Vernon Forrest, die hat er nun wirklich klar auf dem Zettel.
aber es wäre möglich. Versucht er immer noch die rechte einzusetzen, wo die linke besser wäre. Er schlägt deutlich in den Nacken. Schlimm wäre es, würde hier noch einen Punktabzug geben, weil es ist so knapp auf dem Punktrichterzettel, dass das am Ende entscheidend sein kann. Also, wir haben mal reingehört. Mein Kollege Sven Zöllner hat das getan bei den amerikanischen Kollegen. Harold Letterman hat es unentschieden. George Foreman sieht Major da vorne. Alles ist drin. Im Ring muss ein bisschen aufgewischt werden. So viel Wasser, was da versprüht wurde, verspritzt wurde. Es kommt heute die letzte Runde. Und es wäre möglich, dass Mayorga nach Punkten gewinnt. Und das alleine ist schon wieder eine kleine Sensation. Du musst aufpassen, dass er dich nicht noch zu Boden schlägt. Also ein bisschen mehr Deckung, ein bisschen weniger Attacke. Also ich habe selten einen Mundschutz gesehen, der so schlecht sitzt wie der von Vernon Torres. Und Ricardo Mayorga lässt sich feiern. Er glaubt, er liegt nach unten so weit vorne, dass hier nichts mehr passieren kann. Stimmt das? Es wäre möglich. Jetzt läuft für die letzte Runde. Was wird passieren? Noch volles Risiko von beiden. Ja, der Versuch der Rechten, er macht das geschickt. Also taktisch gut eingestellt, so viel, so deutlich. Aber reicht das gegen diesen Naturburschen Ricardo Mayorga, der da reinmarschiert, der alles wegschlägt, der nach vorne geht, der die Treffer nimmt und dann dran bleibt. Ein klasse Duell. Dieser Mayorga holt doch mal alles raus. Noch eine gute Minute. Ein bisschen Blut im Gesicht von Ricardo Mayorga. Ja, aber nicht schlimm ist. Publikum hält es nicht mehr auf den Sitzen, die stehen hier auf. Standing Ovations für die beiden Fighter im Ring. Torres häufig mit einem Handschuh dazwischen. Hat das Ziel geblockt. Aber aggressiver, ganz klar war Mayorga. Die härteren Treffer von Mayorga. Und nicht zu vergessen, er ist der Weltmeister. Er
ist hier mit dem Gürtel, mit beiden in den Ring gekommen. Hat das gereicht für den Herausforderer? Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Also das wird jetzt spannend, die drei Punktrichterzettel da zu hören. Also ist alles möglich. Punktsieg Mayorga, unentschieden, da kann man auch nicht gegen diskutieren. Und wenn man bedenkt, dass auch viel abgefangen wurde von Forrest. Also ich möchte mich nicht festlegen. Ich habe zu häufig auch auf die Wiederholung auf die Slow Motion geschaut. Jimmy Lennon hat den wichtigen Zettel. Ladies and gentlemen, after 12 rounds of action, we go to the scorecards. We have a majority decision. Here are the score totals. Judging ringside, Jerry Roth scores about 114-114, even a draw. Overruled by judges Larry O'Connell, who sees it 115-114, and Ove Ovesen, who scores about 116-112 in favor of the winner and still champion Ricardo. Nicht zu fassen.